Ich bin hier am Amazonas, dem größten Fluss der Welt. Und ich möchte herausfinden, warum dieser Flussgigant keine einzige Brücke hat. Mit etwa 6.700 Kilometern ist der Amazonas in Südamerika vermutlich nur der zweitlängste Fluss der Welt. Aber er führt so viel Wasser wie kein anderer. Über 1.000 Nebenflüsse speisen ihn. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich über 9 Staaten. Und trotzdem keine einzige Brücke. Bei vergleichbar großen Flüssen sieht das anders aus. Über den Nil in Ägypten gibt es über 50 und über den Yangtze in China sogar mehr als 100 Brücken. Doch warum gibt es keine einzige über diesen riesigen Fluss? Was ist das Geheimnis des Amazonas? Meine Reise beginnt in der Millionenmetropole Manaus, eine der größten Städte Brasiliens. Für die Menschen, die hier leben, ist der Fluss eine Lebensader. Manaus ist ein Knotenpunkt für den Warenverkehr auf der Wasserstraße. Doch Flüsse verbinden die Menschen nicht nur, sie trennen sie auch. Der Amazonas trennt Manaus von einer Bundesstraße, die in den südlicheren Teil Brasiliens führt. Wie kommen die Menschen von hier dorthin ohne Brücke? Mein Navi führt mich zu einem Fährhafen. Klar ist, das wird deutlich länger dauern, als wenn ich jetzt einfach auf eine Brücke fahren könnte. Wie viele Kilometer sind es wohl bis zum anderen Ufer? Ich habe einen Startpunkt jetzt gesetzt, wo wir jetzt anfangen, um den Amazonas hier an der Stelle zu messen. Und dann sehen wir weiter. Nach einer Stunde warten bin ich endlich dran. Es kann losgehen. Wir sind bereits eine halbe Stunde unterwegs, als sich plötzlich die Wasserfarbe verändert. Aus dunklem wird hellbraunes Wasser. An dieser Stelle treffen der Rio Negro und der Amazonas aufeinander. Warum diese Flüsse so unterschiedlich sind und was das mit dem Brückenbau zu tun hat, dazu kommen wir später noch. Dreieinhalb Kilometer sind wir bis jetzt gefahren. Bis zum Ufer fehlt noch einmal doppelt so viel. Bei solch einer Entfernung könnte man vermuten, die Distanz ist zu groß für eine Brücke. Doch es existieren über 50 Brücken weltweit, die länger sind. Die längste steht in China und misst sogar über 164 Kilometer. Und auch in Brasilien steht eine Brücke, die länger ist. An der Spannweite kann es also nicht liegen. Kurz bevor die Fähre anlegt, erzählt mir ein Passagier von einem tragischen Brückenunglück über einen kleinen Nebenfluss des Amazonas. Ich bin jede Woche mit der Fähre unterwegs. Ich bin Landwirt und seit mehr als 20 Jahren fahre ich diese Strecke. Ich war einer der Letzten, der die Brücke überquert hat. Nach mir ist sie dann zusammengestürzt. Auf X finde ich Fotos und Videos von Augenzeugen. Da kommt der von dort hier. Beim Einsturz der Brücke über den Rio Curuzá verloren 5 Menschen ihr Leben. Als ich den Ort des Unglücks erreiche, sehe ich, dass bereits mit dem Bau einer neuen Brücke begonnen wurde. Der weiche Untergrund im Fluss hat wohl dazu geführt, dass die alten Brückenpfeiler nachgaben und die Brücke einstürzte. Wenn der Untergrund jedoch bereits bei einer nur 75 Meter langen Brücke Probleme macht, was ist da los mit dem Boden hier? Und ist das überall im Amazonasbecken so? Die Besonderheit hier, der Amazonas transportiert jährlich bis zu 1 Gigatonne an Sedimenten. Diese führt dazu, dass der Untergrund immer wieder neu abgetragen und aufgeschwemmt wird und dadurch kein fester Baugrund entstehen kann. Außerdem ändert sich die Flussbreite des Amazonas durch Überschwemmungen andauernd. So ist er in der Trockenzeit an manchen Stellen nur etwa 2 Kilometer breit, während er in der Regenzeit auf bis zu 45 Kilometer anschwellen kann. Der weiche Sedimentboden und die extreme Breite machen es zwar nicht unmöglich, hier eine Brücke zu bauen, sie treiben die Kosten und den Aufwand aber immens in die Höhe. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich muss mich beeilen. Denn gegen 22 Uhr legt die letzte Fähre ab.
Gerade so schaffe ich es noch rechtzeitig. Der nächste Tag in Manaus. Bislang ist mir vor allem klar geworden, es geht wie so oft ums Geld. Und das, für eine Brücke zu investieren, lohnt sich nur, wenn auch größere Siedlungen oder wichtige Hauptverkehrsadern auf beiden Uferseiten liegen. So einen Ort muss es jedoch irgendwo geben. Ich werde auf Itacoatiara aufmerksam. Die Stadt ist ein Knotenpunkt für die Holzfällerindustrie und bereits über eine Straße mit Manaus verbunden. Am gegenüberliegenden Ufer der Gemeinde liegt Uricurituba. Von hier aus wäre der Holztransport in den Süden des Landes deutlich schneller und einfacher. Ich mache mich über den Wasserweg auf nach Itacoatiara. Kurz nachdem ich Manaus verlassen habe, komme ich wieder an dem sogenannten Treffen der Wasser vorbei, wo Rio Negro und Amazonas zusammentreffen. Doch über mehrere Kilometer vermischen sie sich überhaupt nicht. Warum ist das so? Die beiden Gewässer sind sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite, im weißen Amazonaswasser, sind sehr viele Sedimente und Ablagerungen. Im Rio Negro ist nichts von all dem. Der Biologe Fabrizio Baccaro erklärt mir, warum sich das Wasser der beiden Flüsse nur äußerst langsam miteinander vermischt. Obwohl der Rio Negro schwarz ist, ist sein Wasser kristallklar. Es sieht aus wie eine Tasse Schwarztee oder sowas ähnliches. Auch die Temperaturen sind sehr unterschiedlich, denn das schwarze Wasser erwärmt sich deutlich mehr als das weiße. All diese Dinge zusammen führen dazu, dass sich die Gewässer nur sehr schwer mischen. Wenn sie sich berühren, bleiben sie stehen und bilden über mehrere Kilometer eine Art Mauer. Wahnsinn. Wie so kleine Wolken, die sich überall bilden vom Amazonas, weil die Sedimente so krass sind, die hier reinkommen. Der Rio Negro entspringt im Amazonas-Urwald, während das Wasser des Amazonas aus den Anden stammt. Dadurch enthält es deutlich mehr Sedimente als andere Flüsse. Und das macht den Bau einer Brücke so teuer und technisch anspruchsvoll, da auch die Brückenpfeiler ständig enormen Kräften ausgesetzt sind. Wir fahren weiter und die Ufer des Amazonas werden immer leerer. Sind wir wie lang gefahren? Sind wir 3 Stunden? 3 Stunden von Manaus gefahren? Und hier ist jetzt nichts. Nix. Man hört's. Boah, nix. Der erste Dampfer kommt natürlich in genau dem Moment vorbei. Und der Fluss wird gefühlt immer breiter. Das ist Wahnsinn, wie breit, man kann kaum mehr rüber gucken. Das sieht man, also kann er kaum mehr ans andere Ufer gucken. Als wir unsere Fahrt fortsetzen, überrascht uns ein heftiger Regenschauer. Unser Bootsführer kann unter diesen Bedingungen nicht mehr weiterfahren. Eine Fahrt auf dem Amazonas bedeutet auch, sich auf rasch wechselnde Wetterbedingungen einzustellen. Es regnet sehr viel. Das ist völlig normal. 15 bis 20 Minuten. So wechselhaft wie das Wetter ist auch der Amazonas selbst. Immer wieder müssen wir unsere Fahrt wegen schwer sichtbarem Treibgut verlangsamen. Den ganzen Tag sind wir schon unterwegs und es wird langsam dunkel. Wir müssen Itacoatiara noch mit dem letzten Rest Tageslicht erreichen, denn bei Dunkelheit können wir nicht weiterfahren. Zu groß die Gefahr, dass das Boot auf Treibgut aufläuft. Endlich sehen wir Lichter, die zu der von uns gesuchten Holzfällerstadt gehören müssen. Mehr als 170 Kilometer haben wir mit dem Schnellboot zurückgelegt. Wir schaffen es gerade noch, bei eintretender Dunkelheit anzulegen. Nach 6 Stunden jetzt von Manaus auf dem Boot sind wir angekommen. Ja, krass, recht groß, hey. Richtig groß.
Über 100.000 Menschen wohnen hier. Hier erscheint mir eine Brücke durchaus sinnvoll. Am nächsten Morgen treffe ich einen Einwohner. Er pendelt häufig zwischen Itacoatiara und Uricurituba, erzählt er mir. Die Fahrt mit der Fähre dauert 4 Stunden. Er würde sich sehr über eine Brücke freuen. Es bräuchte allerdings mindestens 2 Brücken, um von Itacoatiara nach Uricurituba zu gelangen. Das ist kostspielig, aber nicht unmöglich. Doch wie würde es auf der anderen Uferseite weitergehen? Könnte von hier aus das Holz weiter in den Süden transportiert werden? Mit unserem kleinen Schnellboot schaffen wir die Strecke in knapp 1 Stunde. Mit den Brücken würde sich der Weg auf 20 Minuten verkürzen. Eine erhebliche Zeitersparnis. Doch der Weg in den Süden des Landes, er endet schon nach knapp 3 Kilometern hinter Uricurituba. Ich treffe auf einen Nebenfluss des Amazonas. Es gibt jetzt keine Möglichkeit, mit dem Auto hier weiterzufahren. Die Straße hört jetzt da vorne auf. Also die einzige Möglichkeit überhaupt noch, hier rüberzukommen, ist diese kleine Fähre hier. Hier müsste erneut eine Brücke gebaut werden, um auf die gegenüberliegende, weiterführende Straße zu gelangen. Und nach weiteren 14 Kilometern endet auch diese Straße. Dead End. Ein Anschluss an das Straßennetz in den südlichen Teil Brasiliens. Fehlanzeige. Mindestens 3 oder sogar mehr Brücken und hunderte von Straßenkilometern müssten neu gebaut werden, mit immensen Folgekosten, die dadurch entstehen. Eine Brücke in Itacoatiara lohnt sich wohl doch nicht. Wir machen uns wieder auf den Rückweg. Gibt es denn wirklich nirgends eine sinnvolle Stelle für eine Brücke? Wenn jemals eine Amazonasbrücke gebaut wird, dann in Manacapuru. Ich treffe mich mit dem Brückendesign-Experten Bill Magnusson. Er erklärt mir, warum dieser Ort sehr gut geeignet wäre für eine Amazonasbrücke und was das mit der Brücke über den Rio Negro in Manaus zu tun hat. Der einzige Grund für die Brücke über den Rio Negro ist, dass sie eine Verbindung mit der BR-319-Autobahn herstellen könnte. Dadurch wäre Manaus mit dem südlichen Teil Brasiliens verbunden. Aktuell ist diese Brücke aber eine Brücke ins Nirgendwo. Überquert man die Rio Negro-Brücke und folgt der Straße, gelangt man nach Manacapuru. Eine Stadt, die weniger als 5 Kilometer von der gegenüberliegenden Uferseite entfernt ist. Wenn es jemals eine Amazonasbrücke geben wird, bei der sich der Aufwand lohnen würde, wäre es hier. Denn dann gäbe es eine Verbindung zur Fernstraße BR-319. Doch bisher existiert nur eine der 2 geplanten Brücken. Die Brücke über den Rio Negro wurde 2011 eröffnet, ist 3,6 Kilometer lang und 20 Meter breit. Der Bau war nur möglich, weil der Rio Negro weniger Sedimente, festeres Gestein und somit einen besseren Baugrund als der Amazonas hat. Trotzdem lagen die Kosten bei rund 570 Millionen US-Dollar und es wurde fast 4 Jahre lang gebaut. Doch zurück zu Manacapuru. Ich mache mich auf den Weg zum scheinbar perfekten Ort für eine Amazonasbrücke. Dieser Straße sieht man an. Hier wurde für mehr gebaut, als nur ein paar Dörfer mit Manaus zu verbinden. Das ist eine richtige Autobahn. Nach 90 Minuten Fahrt bin ich am Ziel. Wir sind jetzt hier in Manacapuru. Hier soll die Brücke entstehen. Wir suchen jetzt den Hafen und dann fahren wir da mal runter und gucken uns den an. Man merkt, dass Sonntag ist. Fett Reggae, Fett Hip-Hop-Musik. Doch was denken die Menschen hier über das Bauprojekt? Es wäre besser, wenn es hier eine Brücke gäbe.
Dann müssten wir nicht so viel mit dem Boot fahren und würden weniger Risiken auf dem Fluss eingehen. Und ich müsste den Fisch nicht einlagern, sondern könnte ihn direkt weiter transportieren und leichter verkaufen. Diese Ladenbesitzerin arbeitet bereits seit über 20 Jahren im Hafen. Es wäre viel einfacher. Ohne eine Brücke müssen wir immer die Fähre nehmen, wenn wir größere Einkäufe für das Geschäft machen wollen. Es wäre toll, eine Verbindung in die nächste Stadt Richtung Süden zu haben. Die Vorfreude der Ladenbesitzerin und des Fischers könnte sich jedoch als trügerisch erweisen. Meine Kontakte erzählen mir von einem Ort, der große Hoffnungen auf einen Aufschwung durch den Bau der Rio Negro-Brücke hatte, aber das Gegenteil erlebt hat: Cacau Pereira. Gegenüber von Manaus gelegen, hatte sich die Infrastruktur des Ortes über Jahrhunderte hinweg an der Schifffahrt orientiert. Früher war hier viel mehr los. Es war alles beliebter und belebter. Es gab viel mehr Cafés und Restaurants. Nach dem Bau der Rio Negro-Brücke explodierten vor 10 Jahren die Industrie und Infrastruktur entlang der neu gebauten Straße. Die Händler erwarteten sich nun mehr Besucher, doch das Gegenteil passierte. Denn die neue Straße führt nicht durch das Ortszentrum, sondern daran vorbei. Und der Hafen wurde überflüssig. Viele Händler waren hier aktiv. Und dann war auf einmal alles vorbei, als die Brücke gebaut wurde. Unsere Einkünfte sind seither deutlich gesunken. Wir mussten unsere Bestände verkleinern und die Verkäufe gingen drastisch zurück. Ich bin am Ende meiner Reise angelangt und kann das Geheimnis des Amazonas nun etwas besser verstehen. Möglich wäre eine Brücke hier schon, doch wegen der Sedimente technisch herausfordernd und sehr teuer. Zudem verändert sich die Breite des Flusses ständig, was den Bau zusätzlich erschwert. Es erscheint einfach nicht sinnvoll. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch, weil am Fluss nur wenige Menschen leben, die zudem gut an das Leben auf und mit dem Wasser angepasst sind. So wird der Amazonas vorerst der wichtigste Transportweg für die Menschen hier bleiben. Und der einzige Fluss dieser Größenordnung ohne eine einzige Brücke.